Bist du eine alte Seele? Bist du eine neue Seele? Oder bist du womöglich schon eine Seele der neuen Zeit? Hast du Indigo-Färbungen in deiner Aura oder eine kristalline Struktur? Oder bist du ein Regenbogenkind? Wer bist du? Diese Frage erreicht mich immer wieder. Und das Interesse der Menschen, zu wissen, woher sie kommen, wo sie gelebt haben, welche Leben sie schon absolviert haben, wächst und nimmt zu. Und möglicherweise kann dieses Video dir all die Antworten geben, die du als Frage in dir trägst. Deshalb empfehle ich dir, dieses Video bis zum Ende anzusehen. Wir Menschen kommen alle von den Sternen. Wir sind aus der Sternensaat geboren, wir sind aus Sternenstaub. Und wenn du mehr davon wissen möchtest, erfährst du das in meinem neuen Buch, Wir werden neu geboren. Also, wir sind alle Sternenkinder. Das haben wir alle gleich. Gaia ist auch ein Planet, somit auch ein Sternenheimatsplanet. Und wenn wir diese Reise auf diese Erde antreten, dann kann es sein, dass du schon viele Leben hier auf der Erde verbracht hast oder dass du vielleicht erst möglicherweise einige hunderte Leben verbracht hast, das im Grunde genommen wenig ist, zu den alten Seelen. Es kann auch sein, dass du nicht unbedingt viel auf der Erde inkarniert gewesen bist, sondern mehr in der Anderswelt. Dass du vielleicht mehr auch in Engelsregionen gelebt hast und erst als Mensch einige Jahre oder einige Leben hier auf Gaia verbracht hast. Und du bemerkst das, indem ich dir jetzt folgende Merkmale aufzähle, ob du schon länger auf dieser Erde unterwegs bist oder ob du womöglich ein Neuling bist. Und ich möchte hier auch noch was klarstellen. Es hat nichts damit zu tun, wie weit ein Mensch ist und wie erleuchtet er ist, ob eine junge oder eine alte Seele ist. Es beschreibt nur den Erfahrungsweg, den dieser Mensch auf dieser Erde oder auf diesem Planeten gemacht hat. Wir alle haben schon oder viele haben Hunderte von Leben, Tausende von Leben, Millionen von Leben gebracht, wenn wir die Zeitlinie betrachten, solange es diese Erde schriftlich gibt. Und es kann sein, dass du als junge Seele dir nicht so vertraut bist, beziehungsweise dass du alte Geschichten, sei es vom Mittelalter oder noch der Zeit vor Christi, dass dir diese nichts sagen, dass du kein Interesse daran hast, dass das für dich irgendwie wie Fremdsprache wirkt. Es kann sein, dass du auf bestimmten Ebenen nicht in Resonanz gehst mit Kriegsthematiken, mit ganz viel Folterungsmethoden, weil du einfach dazu keine Erfahrung gespeichert hast. Und wenn du eine alte Seele bist, dann weißt du um diesen Schmerz, denn du hast den mit Sicherheit einmal miterlebt. Und dieser Schmerz ist in dir, in deinem Zellgedächtnis abgespeichert. Deshalb wirst du auch immer wieder eine Resonanz spüren zu all diesen alten Mythen, zu den alten Märchen und zu den Filmen, die derzeit gezeigt werden, die ja ganz viele alte karmischen Geschichten aufzeigen. Dann, wenn du eine neue Seele bist, ist es so, dass du viel mehr ausgerichtet bist in diesem Aspekt dieser neuen Zeit. Das bedeutet, in diesen Friedensfokus, in diese Leichtigkeit, in dieses Gefühl des Sein-Dürfens, wie du bist, in dieser Individualität, in diesen ganzen Gleichberechtigungserfahrungen zwischen Mann und Frau. Wenn du eine alte Seele bist, kann es sein, dass du sehr in Traditionen fest hängst oder dich festgehalten fühlst und auch dass die Verpflichtung in dir trägst, diese weiterzubringen, dass du sehr traditionsbewusst lebst, dass du sehr pflichtbewusst lebst, dass du sehr angepasst lebst. Und das hier sind nur Möglichkeiten, die überhaupt nicht auf dich zutreffen müssen. Doch wenn du vielleicht mit Menschen arbeitest, kann dich das unterstützen, weil du ein Gespür dafür bekommst.
Bei neuen Seelen habe ich beobachtet, dass sie der Erde, dass die Erde nicht so vertraut ist, dass das Leben ihnen nicht immer so vertraut ist, dass sie manchmal auch ein bisschen so Missgeschicke erleben oder gerne stolpern oder sich verletzen, nur in Kleinigkeiten, weil sie dieser Materie noch nicht so angewandt sind und dieses Gaia-Feld ihnen auch noch nicht so vertraut ist, wie im Gegensatz einer alten Seele, die diesen Planet in- und auswendig kennt, wenn ich es so sagen kann. Und das ist ein weiterer Unterschied. Und dann ist es so, dass wenn wir alle von den Sternen kommen, dann ist das, wo die geistige Welt immer wieder sagt, ihr seid eins. Wir haben alle denselben Körper, natürlich mit unterschiedlichen Merkmalen, mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen. Doch grundsätzlich ist jeder Körper mit dem gleichen göttlichen Modell einfach auf die Erde gekommen. Und dieses Sternenfeld hat diesen Ausdruck, dass wir Licht und Liebe sind. Das erklärt dieses Licht und Liebe sein. Und wenn wir uns als Sternenkind annehmen können, unabhängig ob wir alt oder junge Seelen sind, dann können wir im Bewusstsein dieser großen Galaxie uns annehmen in unserer Vollkommenheit. Und wenn du eine Seele der Anderswelt bist, dazu habe ich auch schon ein Video gemacht, dann kann es sein, dass du dich hier auf Gaia nicht so wohl fühlst, weil du zwar Nuancen siehst der Anderswelt in Form der Blüten, in Form des Wunders dieser Natur, wenn ich jetzt hinaussehe und diese Bäume sehe, weil ich im Wald lebe, dann ist es ein kleiner Ausdruck der Anderswelt. Doch wenn die Anderswelt in mir so sehr gespeichert ist, dann ist das nur ein kleiner Ausschnitt, denn die Sinneswahrnehmung und die ganzen Farben, die ganzen Kräfte, die ganzen Formen in der Anderswelt sind noch einmal 100.000-mal mehr ausgeprägt wie hier auf Gaia und auch diese Enge, diese Verdichtung, diese Grobstofflichkeit ist hier noch viel mehr gegeben wie in der Anderswelt und auch das kann dazu führen, dass du dich nicht wohlfühlst hier, weil die Sehnsucht zur Anderswelt und du eine Seele von da bist, noch so groß ist. Und das, was ich dir empfehlen kann, wenn du eine Indigo-Seele bist, dann hast du eine indigofarbene Aura, die eine Rebellin ist, die ein Rebell ist, die durchsetzt, die etwas bewegen will, die etwas weiterbringen will, egal wie viele Hürden es gibt, egal wie viele Schranken dir im Wege stehen. Wenn du ein Kristalllichtkind bist, dann bist du sehr ausgerichtet auf dieses Sein, auf diese Harmonie, auf diesen Frieden, auf diesen Glanz des Lebens und willst diesen vermitteln. Wenn du ein Regenbogenkind bist, dann hast du ganz viele verschiedenste Facetten, viele Vielfalt und auch ganz viel Andromeda-Qualität in dir, die in diese Heilungsebene geht. Und wenn du eine alte Seele bist, dann bist du eine Revolutionsseele, eine Revolutionskraft, die die neue Zeit einleitet. Und wenn du eine neue Seele bist, dann hast du die Aufgabe, dass du die Erde mit dem Licht der neuen Zeit zudeckst und dass der Schmerz und der Schatten weichen kann, weil du die Verbindung durchbrochen hast zu dieser alten Zeit. Und jede Seele hat die gleich wertvolle Aufgabe. Da gibt es keinen Unterschied. Und ja, es ist manchmal so, ich musste so schmunzeln mit diesem Begriff, dass die geistige Welt gesagt hat, wir sollen mal diese Stöckelschuhe des Egos ausziehen, denn wir glauben, boah, wir sind der Inkarnierte oder wir sind eine alte Seele oder wir sind eine neue Seele. Das ist nur Ego-Gelabere. Das hohe Selbst, unsere Seele, interessiert es nicht, wer wir sind. Da geht es darum, dass wir unsere Aufgabe hier bewältigen, unsere Aufgabe absolvieren und mit der in diese Bestimmung gehen. Und vielleicht hat dieses Video dir Antworten gegeben. Vielleicht kannst du dich jetzt ein Stück weit mehr wohlfühlen und deine Aufgabe annehmen. Und ich lade dich ein, dass du deine Hände jetzt auf dein Herz legst und dir sagst, genauso wie ich bin ich geliebt und bin ich richtig. Und ich danke dir für die Aufgabe, die du auf dich genommen hast. Denn alle zusammen ergibt es das große Ganze. Und wenn du mehr über dich wissen möchtest, wie und warum du hier bist, kannst du dir gerne bei mir ein Channeling buchen oder ein kostenloses Gespräch,
wo ich dich dann über 3 Monate ganz intensiv begleite und dich an deine Ziele führe. Alles Liebe!